Hallihallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid beim Minecraft. Gut, also ich habe es mir überlegt, wir werden jetzt mal die ganze Maschinerie hier umbauen, dass wir eben Drakonik rauskriegen. Und das wird ja. Oh. Wir müssen. Der muss mal weg. Die Pipes müssen weg, da können wir einfach so nehmen. Einfach mal alles weg hier. Das müssen wir eh alles umbauen. So, hier, dann. Ist natürlich voll, hier ist ein bisschen was drin, das ist nicht so schlimm. Ein Sieb, und da ist auch ein Sieb drin, gell, ja. So. Den das, packen wir hier oben mal hin. Mesh. Der Auto-Sieb packe ich jetzt auch mal hier oben hin. Damit da ein bisschen das Inventar freier ist. Die Kiste ist natürlich jetzt voll, weil der hier voll ist. Und der produziert eh nichts mehr, also. Rein theoretisch brauchen wir den nicht mehr. Natürlich ist gleich beim Start wieder Nacht und ich muss schlafen gehen. Ich habe mich jetzt noch nicht informiert bezüglich diesen Wood, was man dazu braucht. Sondern ich habe mir gedacht, lass mal das mal. Da habe ich gerade mal da echt keinen Bock, irgendwie mich rumzuärgern. Hier ist irgendwo was rausgefallen. Wo? Was kann man Schritt tun irgendwo? Egal, das so. Der Hammer haben wir ja, wir haben ja irgendwo diese Moving Wand, glaube ich, oder? Ja. Okay, da ist ein Spawner drin. Dann nehmen wir den nicht. Ist empty. Dann nehmen wir halt den. Tun wir die Kiste hier hin. Und die Kiste auch hier hin. Aber nicht gleich daneben, sondern sind wir da. Damit wir hier ein paar Sachen haben. Kann man das eigentlich hier? Können wir gerade nur die neue Dinge machen? Man das auch immer versteckt hier. Segmill ist konfiguriert. Können wir gleich mal die Konfi ja, was ist das? Also, die Kiste hier. Okay, da hat man auch die Seeds bekommen, hätte ich gerade mal. Das passt. Wenn das hier, der Brocken muss weiter in die Kiste, wird dann hier weiterverarbeitet. Gut, das heißt, wir müssen Brocken hier reinkriegen. Was bedeutet? Erstmal. Die hier weg. Die Energiepipes kann man lassen. Die Maschine hier ist, die macht Compressed Gravel. Das heißt, Entschuldigung, die brauchen wir hier nicht. Wir brauchen auf alle Fälle mal einen normalen Sieb, den hier. Den aufnehmen wir nein. Das heißt, normaler Sieb gibt in die Kiste weiter. Das passt. Dann kriegst du den Hammer wieder. Und hier gehört rein theoretisch einfach. Interessant. Das kann ich aufnehmen. Hier kommt einfach Endstone rein. Wenn ich das richtig verstehe. Den Rest müsst ihr selbst machen dann. Zack, wenn ich den mal beschleunige, kommt er hier schon raus. Bei den Stunden will man natürlich aufpassen. Er darf nicht alles genau. Er darf ja nur diese Ores rüberbacken. Dann mal gucken, ob hier genug Platz ist. Und den Rest macht er ja. Eigentlich komplett eigenständig dann. Hier weiter, hier weiter, hier weiter, hier weiter, hier weiter. Und zum Schluss kommt Dragonic Ingot raus. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Natürlich müsste ich hier. Der ist jetzt. Wenn ich den On sage, arbeitet der normal nicht, oder? Drauf sage, wird er was rausziehen? On. Weil hier müsste ich ja natürlich noch Dragonic Ingot. Was ist jetzt los? Er hat gerade rumgeschaut. Der hier noch das Drakonik rein tun. Denn sonst wird er das ja nicht rausnehmen, weil wir hier einen Filter setzen. Und wenn ich hier rausmache, zack, nimmt das raus. Perfekt. Packt hier rein, wartet bis er 4 hat und macht dann weiter. Warte mal, Ender Gravel und den Ender Gravel müsste ich 7. Okay, achso, toll. Du nochmal weg hier. Du musst hier hin und hier muss noch das Sieb hin. Stimmt, da war was. Das haben wir jetzt hier. Autosieb mit einem Sieb. So. Hier kommt ein Mesh rein. Hier kommt Endstone rein und eindeutig fehlt da sogar noch was. Wo haben das jetzt hingebockt? Wo ist denn der Gravel hin? Packst du das jetzt nicht drüber? Nein. Das. Also da hinten liegt er. Der sollte rein, deutlich hier rein.
den jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Ja, es geht ja dann ratzfatz mit denen. Mal gucken, ob da dann schlussendlich ganz hinten ein Drakonik-Ingot rauskommt, oder wenn wir es ganz genau dann müsste, ich glaube sogar 5 rauskommen. Ah, da können wir drehen. Interessant. Sehen wir den schön. So, passt. Drakonik-Ingot haben wir 2 erst. Okay. Wir brauchen dann noch die Bike. Wo habe ich denn die jetzt? Da oben? Also von hier nach hier nach hier. Logischerweise. Hier kommt Insert Braun. Hier kommt Extract Braun Always Active. Insert und hier kommt Always Active. Und jetzt müsste es laufen. So, das Drakonik kommt hier hin. Wird hier weiterverarbeitet, weiterverarbeitet, weiterverarbeitet. Ist gerade hier drin. Hier rein, geht hier rein, wird ein Block gemacht und wird hier geschmolzen. Ich glaube, den können wir, glaube nicht mehr weiterverarbeiten. Das ist der letzte Stufe. Und mal gucken, haben wir da jetzt 2 rausbekommen. Und so kriegen wir Drakonik Ingot. Problem ist hier, Mesh müssen wir natürlich damit da gucken mit deiner Kiste. Nee, immer nicht das. Meine neue Kiste. Dann brauchen wir ein paar Meshes noch. Das haben wir natürlich auch lassen können. Toll. Davon brauche ich dann auch noch eins. Boah. Hier. Dann kann ich hier oben eine Kiste draufpacken. Irgendwas in Nähe, das du mal separat machen. Grün. Bäh. Nehmen wir mal separate Kiste. Na, die dauert aber ewig. Die stelle ich dann hier vorne hin. Hier hin, nee, da vorne. Machen wir hier separat noch Pipes. Ding und wo, dann kann ich hier sagen: Insert. Insert und hier Disabled. Und sage hier einfach Extract, Always Extract und hau hier gewisse Sachen rein. Haben wir auch noch Meshes. Und der füllt dann automatisch hier. Okay, Diamant haben wir. Ah, der Hammer kann man 2 reinlegen, oder was? Ja, Original. Ja, interessant. Ah, er benutzt auch beide, oder was? Ben in Hand. Okay. Interessant. So. Wenn ich jetzt mal einfach nur rein theoretisch den hier nehme. Den hier hinsetze und sage so geht das ja ratzfatz, genau. Jetzt gucken wir mal, was wir hinten schon rausbekommen haben. Nichts noch. Das heißt, er ist noch am Kraften überall. Weil er natürlich noch nicht genügend Drakonik rausbekommen hat. Aber jetzt müsste er schon einen haben, oder? Nee, noch immer nicht. Ah, jetzt können wir mal hier ein bisschen wieder entleeren. Das nehmen wir mal mit. Und so. Was wir jetzt natürlich ein Problem haben, oder Problem ja nicht, aber worum wir uns jetzt kümmern müssen, ist, dass wir unser Inventar leeren. Oder vorher auch nicht. Dahin. Na, hier gucken, habe ich hier noch Endstone? Nein, das heißt, wir müssen jetzt in End. Dann nehmen wir den 5x5er mit. Anstatt XP natürlich. Das geht's eh nicht. Gehen in End und du mal ein bisschen Endstone farmen, weil das brauchen wir jetzt natürlich. Anders kriegen wir Endstone nicht. So, ich möchte den Endstone aber nicht unbedingt gleich hier am Anfang farmen. Und wir gehen hier ein bisschen runter. So, da fällt es nicht so auf. Enderdrachen. So, und den möchte ich aber gleich hier oben irgendwo rein platzieren und den Magneten aktivieren. Bauen wir uns hier so einen richtig großen Tunnel rein. Weil wir alles andere nur nicht das, was wir brauchen. Wie könnten wir den eigentlich hier automatisch haben? Ich habe ja auch als Idee gehabt, hier im End eine Mob-Farm zu bauen für Endermans. Aber es hat dann noch nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Oh, verschwinde!
Der kommt hier runtergeflogen, der Typ. Ja. Den müssen wir natürlich auch noch killen. Aber da hätte ich gern schon vorher die Drakonik-Waffen, weil die finde ich einfach cool. So, hier mal ein bisschen Dirt dabei, dann geht es eh schneller mit abbauen. Ja. Aha. Wir haben schon über 1000, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir werden viel mehr brauchen, also 1000. Bin mir relativ sicher. Mal gucken, dass wir hier kriegen eigentlich re relativ viel anderen Scheiß, was wir nicht brauchen. Weil es ist auch nicht so tragisch. Da. So, den ganzen Mist hier. Also Endstein farmen. Ja, wie könnte man das automatisieren? Gibt sicher Möglichkeiten. Okay, wir sollten nicht runterfallen. Das wäre nicht gerade vorteilhaft. Mal Kohle auch noch und XP und alles mögliche. Kann aber jetzt mal lassen. Wir haben jetzt down 24, down 24, 30. Perfekt. Dann mal rüber. Hier in den Meteoriten haben wir auch Draconic-Ohr. Das will ich aber mit RF-Tools dann machen. Aber zuerst will ich eben jetzt mal eine kleine Produktion aufbauen, damit wir schon mal nebenbei ein bisschen bekommen, damit wir unsere Rüstung zu bauen können. So. Ah, da haben wir so eine komische Charts. Die bringen uns nichts. Wirklich, glaube ich halt. So, denken wir. Schlafen. You can only sleep at night. You can only sleep at night. Wir brauchen wieder eine Kiste. Chest. Und wir brauchen Pipes, haben wir eh. Und zwar haben wir ja hier. Genau, das können wir dann so machen, indem wir hier sagen. Ah, da geht's ja oben drauf. Hier sagen wir in and out. Also in machen wir Purple, ist doch egal. Out ist grün. Dann sagen wir hier Extract an Purple. Always active. Und wenn wir jetzt hier dann das runterklicken. Oh, gar nicht mal so viel. Ich dachte, das ist mehr. Mal ja hier den Endstone rein tun. Ich dachte, dass es mehr ist. Okay. Ja, gerade mal eine Kiste. Dann arbeitet der völlig vor sich hin und jetzt müsste aber schon was rausgekommen sein. Immer nix. Okay. Stecken wir irgendwo? Drakonik 2? Nö, eigentlich nicht. Hier, 3. Okay. Blind haben wir, das heißt, vermehrt wie jetzt. Hier haben wir auch zwei drin, das heißt, das läuft auch. Hier haben wir natürlich gewisse Sachen, die nicht drin sind in unserem Filter. Die lassen wir aber erstmal gucken, was da zusammenkommt. Weil dieses Seeds hier, ja. Auch kein Mensch. Lead, Aluminium und Silber. Eigentlich brauche ich das eh nicht. Drei Stück. So. Okay, jetzt kommen wir natürlich mit der Energie nicht nach. Weil wir hier nur 611 haben. Und das Sekundärkabel. Vielleicht sollte man halt hier mit der Energie auch mal ein bisschen rumspielen noch. Dass wir hier sagen Energy-Kabel. Und zwar die 30 Stück. Mach mal. Haben wir da noch welche? Stimmt, ja. Dass wir die mal austauschen hier ein bisschen. So. Mal die wichtigsten Maschinen hier. Beziehungsweise, das ist ja unsere generelle Erzversorgung. Das heißt, sollte eigentlich schon genügend Energie haben immer. So. Eins. Gut, eigentlich brauchen wir hier rüber eh nicht. Jetzt sollte wieder genügend Energie vorhanden sein. Ja. Wie sieht es jetzt Mesh-technisch aus? Das verbraucht hier halt natürlich schnell das Mesh. Können es verzaubern, aber nee. Gibt es da irgendeine Durability? Auch nicht. Schade. Wie schaut es jetzt mit Draconic aus? Haben wir jetzt schon was? Ja, wir haben wieder drei. Perfekt. Also es läuft hier langsam. Können wir es so machen. Natürlich braucht das auch relativ viel Ernstung. Aha, okay, mit Resonant Ender gibt es jetzt natürlich auch durch Thermal Foundation.
Void-Ressource. Ah, genau. Fuck. Nicht fuck, Entschuldigung, sag mal nicht. Hat er gehört. Ich sag dann einfach mal, okay. Es gibt ja Draconic Evolution. Man kann ja das Erz mit diesem Void Ore Miner finden. Es hat ja 5%ige Chance. Das ist so wie der vom Mine Factory Reloaded, der alte Miner. Da vielleicht haben wir Glück und wir brauchen gar keine Dimension erstellen von KF-Tools. Das wäre natürlich auch noch eine geile Sache. Nur, also eins muss ich sagen. Environmentech. Das ist halt auch nicht einfach. Gell? Ich kann ja mal kurz die Digital-GUI zeigen. Das ist ein teurer Spaß, der Scheiße. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen den Void Ore Miner, Tier 1, oder? Tier 1 braucht 400 Ticks, um einen einzigen Block zu spawnen. Wir brauchen 24 Strukturblöcke, Tier 1 Orb Epoch. Jetzt wird sich da der eine oder andere fragen, was sind die Strukturblöcke? Das sind die da. Und die kosten Hardened Stone und das ist gar nicht so teuer. Was waren das teuerste dabei? Maschinenbasis. Das sind dann. Und wir brauchen einen Void Ore Controller. Genau. Und wollen wir einmal. Der ist ja nicht so schwer. Was wir dafür brauchen, ist dann natürlich Diamant und Dings. Ist kein Problem. Maschinenbase? Was ist Maschinenbase? Hallo. Struktur, Speed. Das sind die Modifier, die man aufpacken kann. Modifier Core. Leitung hat. Was waren die Maschinenbase? Strukturblock ist klar. 20 Maschinenbase. Struktur. Hey, ist das neben Modifier? Modifier? Genau. Ein Laser. Was? Ah, Maschine Base, okay. Die sind, denke ich, auch nicht zu so teuer. Die 1. Die 2 ist natürlich dann ein bisschen. Die 1 hat 400 Ticks, also das kann man nicht beschönigen. Hier haben wir schon drei vier Modifier, die wir hinzufügen können. Kurze 411 pro Tick. 7 mal 5 mal 7, dieser Ohrmeine. Ah, Tier 2. Das ist dann der hier. Kostet dann schon Diamanten und das. Aber ich glaube, rein theoretisch gar nicht mal so schwer. Modified Core and any Upgrade-Version. Okay, das ist Maschinenbased. Wisst ihr, was wir machen? Ich weiß, ich mache so viele Projekte gleichzeitig, das nervt mich selbst, ehrlich gesagt. Ich mache nichts fertig. So, der hier hat wieder zu wenig Strom, weil. Ja, die Solarzellen hat nicht so viel bringen, gell? Und wir haben schon 11. Problem bei der Sache ist, ich brauche für. Möchte ja gerne Draconic Evolution. Also brauche ich natürlich die komplette Rüstung. Für die komplette Rüstung brauche ich Draconicum Ingot. Und Draconicum Ingot, wir mal gucken. Habe ich nicht mehr viel. 32 und 7 und 4. Also bisschen Mangelware. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir an Draconium Ingot kommen. Ich habe ja wohl Ideen. Ideen habe ich genug, ehrlich gesagt. Sagen wir mal so. Nur sind alles so langwierig. Wir werden es einfach anders machen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil die Folge ist eh schon wieder ein bisschen zu lang geworden. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Also bleibt dran, macht's gut, tschüss.